Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Unileben. Und wir haben den ersten Sim mit einem Abschluss. Und ja, finde ich klasse. Unter Umständen könnten wir einfach nochmal die Fähigkeit ankurbeln. Eigentlich habe ich ja gedacht, wir machen die Robotikfähigkeit weiter. Wo sind wir denn da ungefähr? Bei Programmieren sind wir schon auf Stufe 5 und bei Robotik auf Stufe 2. Dann wäre es vielleicht praktisch, wenn wir da auch eigentlich weitermachen. So, unsere liebe, wie soll ich sagen, Ashley hat auch ihren Abschluss geschafft. Das finde ich auch nämlich ganz praktisch. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihr mache, ob sie auch nochmal studiert. Vielleicht, also. In was bist du denn eigentlich so gut, Charisma? Forschen und debattieren. Warum bist du denn so traurig? Ja. Das Spiel wurde vorzeitig beendet. Oh mein Gott, Mädel. Geh schlafen. Also ich denke mal, dass demnächst der Jack auch seinen Abschluss machen kann. Abschluss. Seinen Abschluss machen. Also wenn, dann würde ich mit ihr gerne einen Spezialabschluss machen. Nur müssen wir dafür ein bisschen besser sein anscheinend. Und vielleicht kriegen wir tatsächlich neue Roboter in die Familie. Machst du nur ein Nickerchen? Nee, richtig schlafen, okay. Okay, das funktioniert ja super. Dann koch lieber was, ne? Ups, na toll. Das Klo ist auch kaputt. Du hättest das ruhig vorher essen können, ne? Nur so eine Idee. Aber okay, wenn du nicht fertig essen wolltest, dann kann ich dir auch nicht helfen. Null Simoleons. Richtig toll.
So, du darfst jetzt erstmal in Ruhe schlafen, bis ich wieder was von dir möchte. Null? Okay, gut, dann halt eben null, ne? Du musst das doch nicht mitnehmen. Wieso bist du... Wieso bist du nicht am Schlafen? Du sollst schlafen. Schlafen. Was verstehst du unter Schlafen nicht? Dann hör doch Musik. Was ist denn daran zu schwer, sich das Ding selber anzumachen, ha? Sag mal, willst du mich jetzt verkackeiern? Du musst nicht aufstehen. Oh. Schlafen. Eine Absage wirkt sich nicht auf den Abschluss deines. Dann gehe ich da lieber nicht hin. Wir haben das ja alles schon gesehen. Und damit bin ich halt auch zufrieden, ne? Und du gehst mir gehörig auf die Nüsse. Bist du jetzt müde oder bist du nicht müde? Was? Ey, Charlie, meinst du, ich könnte eurer Gruppe WG beitreten? Ich weiß, sie ist exklusiv, aber ich würde da total gut reinpassen. Ich hab's dir gesagt. Geh schlafen. Und was machst du? Nix. Und du willst kochen oder was? Und das meinst du kriegst das hin? Du könntest schlafen, wenn du einfach... Ja, was ist denn? Willst du mich eigentlich jetzt verkackeiern? Und wehe, du bleibst nicht liegen. Ich glaub, dir geht's so gut. Was ist denn dein... Nee, weißt du was? Damit musst du klarkommen. Das ist mir jetzt wurscht. Ich habe noch andere Sims, die, um die ich mich kümmern muss. Sula. Garza. Franga Guis. Dens Doba. Tribna. Huh? Tunga Chusen. Hunga. Gauni. Yasinar Plitha. Mimlet. Wenn sie halt nicht schlafen will, das, ja. Sakwanario.
Das ist halt nicht mein Problem, ne? Mimblets of Brescia. What a fob! Flurna? Fanaza. Yibs. Chorg. Dag. Spobany. Bretino. Friffa. Bibidoy of Bean. Shuna. Oh, Mann. Vielleicht kann sie ja dann schlafen, wenn sie ein bisschen sozialer ist, ne? Wieso willst du eigentlich nicht schlafen gehen? Kannst du hier schlafen? Du bist müde, du hast keine volle Energie. Oh, weißt du was, du gehst mir wirklich tierisch. Tierisch. Was soll ich denn jetzt mit dir machen? Oh, weißt du was, du... Du gehst mir auf die Nüsse, ganz ehrlich. Und jetzt werde ich das auch so machen. So. Und wenn du halt nicht müde bist, dann bist du halt nicht müde. Das... Aber nerven tut's mich halt schon, dass sie nicht schlafen will, wenn sie halt todmüde ist. Dann kannst du jetzt auch an deiner Robotikfähigkeit weiter dingsen. Also müssen wir noch viel machen für die Arbeit. Eigentlich hättest du auch arbeiten gehen können. So, meine Güte, ist das jetzt wieder chaotisch hier. Vielleicht kannst du sie ja trotzdem überzeugen, ehrenamtlich Dingsen zu gehen. Könntest du dich hier hinbewegen? Ach so, auf einmal könnt ihr alle nicht gegenseitig ins Zimmer rein. Aber eigentlich könnte sie halt im Moment sehr viel mehr verdienen, wenn sie halt tatsächlich in diese Karriere eindingst. Na? In Kochen war das und ich glaube das hier, ne? Ja, dann gehe ich auf jeden Fall mal hier rein. Ja, mein Gott. Da sind wir wenigstens. Ja, ist ja gut. Ein Buch schreiben, na toll. Siehst du mal. Schreiben und zwar. Warum müssen wir eigentlich ein Buch schreiben? Ach du. Peter Dax, das hat schon jemand anderes. Pille, Palle.
wieso schläfst du eigentlich nicht richtig, Junge? Hast du jetzt deine Abschlussarbeit auch schon geschrieben und ich habe davon nichts mitgekriegt? Wow. Hat die Schreibfähigkeit erworben. Wow, cool. 1, 2+ und 1+. Okay. Ja, natürlich machen wir hier weiter. Wie viel fehlen mir? 3 Kurse. Dann machen wir auch die 3 Kurse zu Ende. Auch von zu Hause? Und ja, ist gebongt. In der Lounge soll ein Talentwettbewerb. Ja, nee, heute nicht. Hat ihren Abschluss gemacht. Und auch du kannst das gerne an deine Wand pappen. Kein... Oh... Weil wir nicht dort waren, haben wir jetzt kein Porträtbild gekriegt. Wow. Okay, gut. Das hätte man mir auch gleich sagen können, dass das dann nicht... Eigentlich wollte ich ja schon einen mit einem speziellen Abschluss machen, aber ja, wenn das halt nicht machbar ist, dann ist das halt nicht machbar. Auf jeden Fall müssten wir eigentlich die Studierenden dingsen. Das heißt, wir werden mal mit der lieben Ashley auf jeden Fall mal dahin gehen und andere unterrichten, so rum. Bis ich mal gescheite Sätze hier hinkriege. Nam, 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 nam. So. Da wären wir auch schon. Unterrichten. Forschen und Dingens. Boomstar. Aha, was ist da? Da drüben. Streich mit Dingsbums. An Fußballspiel teilnehmen. Ah, okay. Mhm. Yay! Okay. Ach ja. Die kann ja einfach so dann Dinge studieren. Dafür braucht man ja kein Spezialdings. Mit Charlie würde ich halt das schon gerne ausprobieren, wann das dann stattfinden kann, dass ich da mitmachen kann. Wahrscheinlich, wenn ich beide auf so Stufe 10 habe. Bin ich mir da ganz sicher. Und du musst aufs Klo. Ja, das... Ist halt so, ne? Ja,
hätten wir schon mal zwei. Kannst du das nochmal machen? Tatsache. Dann wird das jetzt halt ein Unterrichtsding. Das müssen die anderen aber dann auch machen, ne? Oh Mann. Okay, ja, du müsstest mal dringend aufs Klo. Wir können eigentlich auch gerne nach Hause, weil ich glaube, noch länger mag ich sie eigentlich nicht quälen. So, dann ab mit dir aufs Klo. Du schreibst nicht zufälligerweise an deinem Buch weiter? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Ich war ja nicht mehr da, ne? So, also Charlie geht jetzt erstmal normal arbeiten, würde ich mal fast sagen. Und das könnten wir vielleicht mal säubern. Unter Umständen gucke ich, was ich jetzt mit Ashley noch so studieren mag. So, du hast das hier erreicht. Warum wir... Ah, okay, das haben wir noch halt noch nicht. Also ich denke mal, wir haben ja noch einiges vor uns. Also hast du das jetzt alles schon abgeschlossen? Hunger, okay. Hast du dein Buch schon fertig geschrieben? Nein, hast du nicht. Aber okay, ja gut, mit einer vollen Blase, das war ja... Hatten wir ja schon mal, das bringt ja nichts, ne? Aber ich wollte ja eigentlich auch das Outfit ein bisschen anpassen. Also ein neues Oberteil an sich dazu bringen. Also, ach so, nee, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte das anders machen. Hallo. Anders. Nein. Ja. Na? Habe ich schon wieder auf das Falsche gedrückt? Ja, das steht hier alles super, aber genau das wollte ich. Ja, okay. Wir haben einmal das hier und das da. Und das da wollte ich in einer anderen Farbe haben. Und zwar... Das geht natürlich auch. Wenn dann sowas hier, genau. Und vielleicht die Hose in einem anderen
Oder weißt du was? Ja, warte. Und zwar nehmen wir dann das hier. Und vielleicht an den Ohrringen ein bisschen was machen. Das da sieht wahrscheinlich nicht so dolle aus. Wir müssten ja... Oder ich müsste das in der Farbe machen. Upsala, nein, ich wollte doch da hoch. Eieiei. Sowas. Ja, das ist zwar jetzt nicht das Pink, aber es ist ein Pink drin davon, ne? Und das Pink passt nicht mit dem Oberteil zusammen, also... Ja, ich glaube, ich werde das so machen. Eigentlich siehst du auch ohne Lidschatten eigentlich ganz gut aus. Irgendwie die Ohrringe gefallen mir noch nicht so. Oder ich nehme ganz andere. Die zum Beispiel. Ja, warum nicht? Und dann wollte ich das hier auch noch mit einer anderen Farbe haben. In lila oder in weiß vielleicht. Und dann die Hose halt in einem anderen. Und die Ohrringe dann in diesem Schwarz-Weiß. Sowas ungefähr. Und dann könnte ich mir natürlich noch eins überlegen. Ein anderes Outfit vielleicht. Wie siehst du denn damit aus? Watanabe. Na. Aha. Bekinja Espa. Yefka. Bamzoi. Dorna. Kankuya Teru. Das sieht doch auch cool aus. Ja, ich glaube, das lasse ich ihr sogar an. So. Ich wollte mal gucken, ob ich dir eine andere Frisur verpasse. Vielleicht eins von den neueren Frisuren, die wir dazu gekriegt haben. Das sieht doch. Du siehst irgendwie lustig aus. Na. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das ähnelt der Frisur, die du vorher hattest, aber es ist mal wieder was Neues, ne? Die ist doch jetzt überall, oder? Gut. Und bei dir weiß ich es halt noch nicht, ob ich da was Neues machen möchte.
Watanabe. Zu dir passt das, da passt das irgendwie. Und dann kriegst du das noch in der Farbe. So, sollte es aber tatsächlich gewesen sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall so ein bisschen die Outfits nochmal geupdatet. Vielleicht nicht alle und auch nicht allzu viel, aber mir war es wichtig, dass der eine Pullover von der Charlie da auf jeden Fall nochmal in einer anderen Farbe vorkommt. Und ja. Und es ist auch schon dann wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss.